Er fällt und fällt und fällt. Wie tief eigentlich noch und vor allem warum? Das fragen sich nicht nur die Börsianer. Heute stand er in Frankfurt bei gerade einmal einem $0,316. Endet hier die Talfahrt des Euro? Dabei hatte alles so gut angefangen. Mit einem Kurs von einem $1,1789 ging der Euro ins Rennen. Ein fulminanter Start. Euro-Euphorie aller Orten. Und das sei erst der Anfang, hieß es. Stattdessen die Kurve zeigt nach unten. Schuld war angeblich die desolate Finanzpolitik hierzulande. Anfang März der Kurs dann bei einem $0,0891, endlich ein Stopp auf der Talfahrt. Denn Lafontaine trat zurück. Der stets verdächtigte Schreck der Finanzmärkte war plötzlich nur noch Privatmann. Doch der Trend hielt nicht lange. Bei einem $0,0928 stand der Kurs zwar noch Ende März, doch dann ging's weiter runter. Die ersten NATO-Angriffe auf Jugoslawien drückten den Kurs. Denn wenn Amerika Krieg führt, so heißt es, dann steigt eben der Dollar. Und so dümpelte der Euro weiter. Stand bei einem $0,0473 Ende Mai. Aber da wurde bekannt, dass die Italiener, die zwar mit Geld nicht umgehen können, aber mit Pizza die Euro-Kriterien nur mit Schummeln schaffen. Und heute, da stand der Euro noch niedriger, bei einem $0,0316. Wieder soll der Krieg im Kosovo schuld sein, besser gesagt der Frieden, der nicht kommt. Ja, was denn nun? Eine interessante Frage, die ich gleich weitergeben möchte an meinen Studiogast, Herrn Dr. Peters von der Berenberg Bank. Wie groß ist der Einfluss vom Kosovo auf den Kurs des Euro? Also das wird meines Erachtens nach vollkommen übertrieben. Der Einfluss von Kosovo, unterstelle ich eigentlich, dass er eher sehr gering nur ist und dass da ganz andere Faktoren derzeit wirken, über die wir uns gerne unterhalten können. Aber es ist ein gern genommenes Argument, um zu sagen, der Euro geht noch weiter runter wegen Kosovo. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns genau die Konjunkturverläufe, das ist eigentlich das Thema, angucken, denn dieser Kosovo-Krieg, der geht jetzt schon relativ lange. Wir haben immer mal wieder sehr positive Nachrichten gehört, dass es nun vorbei ist. Und der Euro hat sich nicht sofort wieder gedreht. Also diesen Einfluss herzunehmen, das ist zu einfach bei dieser Schwäche, die wir derzeit haben. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wann wird es einen Kursverhältnis Euro-Dollar geben von 1:1? Ja, ich gehe davon aus, dass wir dieses Kursverhältnis schon relativ schnell sehen. Und Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Konjunkturverläufe in den USA und dann hier im Euroland. Wir haben in den USA eine wesentlich festere Konjunktur, als wir vorher erwartet haben, und haben hier in Europa eine schwächere Konjunktur, als wir sie noch so zu Anfang des Jahres erwartet haben. Ja, kann man deswegen sagen, wie es ja auch häufig klingt, dass die Euro-Schwäche ist gar nicht die Schwäche des Euro, sondern die Stärke des Dollar. Ist das so einfach zu sehen? Also im Grunde genommen auch zu einfach. Es ist nämlich sowohl eine Stärke des Dollars, das ist der Konjunkturverlauf und die steigenden Zinsen. Und hier im Euroland, muss man sagen, spielt natürlich auch jetzt die Entscheidung in Italien eine Rolle oder überhaupt die gesamte politische Landschaft, die wir derzeit haben. Man muss im Grunde genommen diesen neuen Euro, diese neue Währung stützen und vorsichtig sein mit politischen Einflüssen. Und hier, wir haben in den Film noch mal gesehen, Lafontaine oder jetzt wieder Italien, das ist natürlich negativ für eine solch neue Währung. Es klingt häufig an, es wird befürchtet, dass der Euro noch weiter runtergeht. Wer hat eigentlich was zu befürchten? Also im Grunde genommen muss man sagen, wenn der Euro schwächer geht, dann sehen wir sicherlich noch die Heizölpreise ein bisschen steigen, wir sehen die Benzinpreise steigen, aber es ist auch im Grunde genommen positiv. Wir haben eine sehr schwache Konjunktur, brauchen Impulse für die Wirtschaft im Augenblick und ein schwacher Euro, ein starker US-Dollar befördert im Grunde genommen unsere Wirtschaft in eine andere Wettbewerbsposition, in eine positivere Wettbewerbsposition. Aber wir haben im Augenblick so eine schwächelnde Konjunktur. Das Thema ist auch Stabilitätskriterien. Bei Italien hat man schon eine Ausnahme gemacht. Deutschland ist auch ein potenzieller Kandidat, der das vielleicht nicht erreicht. Müssen wir uns nicht doch ein bisschen Sorgen machen im Sinne von, da gibt es Grundlagen für diese Euro-Schwäche? Ja, diese Sorge teile ich, wenn wirklich die Politiker hier dazu übergehen, eine laxe Politik zu betreiben. Und deswegen ist die aktuelle Schwäche und das richtige Absacken, was wir im Augenblick auch in dem Chart noch mal sehen konnten, sehr wichtig für die Politiker, mit dem Euro nicht locker umzugehen, sondern die Stabilitätskriterien sehr strikt einzuhalten, alles dafür zu tun und damit dem internationalen Anleger zu zeigen, dass Europa immer noch ein sicherer Hafen ist. Was ändert sich für Verbraucher? Für Verbraucher ändert sich aus meiner Sicht relativ wenig im Augenblick. Sie können vielleicht wieder ein bisschen Mut schaffen für die Konjunktur, dass das positiver läuft und sollten vielleicht ihre Baukredite jetzt also endlich wirklich lang finanzieren, denn die Zinsen am langen Ende sind ja schon ein bisschen gestiegen und man kann nicht ausschließen, dass diese Zinssteigerung auch noch weitergeht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, und die schwierigen Ermittlungen für das Haager Tribunal.